Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der Umgehungsstraße zwischen Battenberg und Korbach. Mit seinem Opel Zafira war ein 36-jähriger Taxifahrer aus Frankenberg in Richtung Korbach unterwegs. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ein Ehepaar aus Siegen mit ihrem Toyota. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen und krachten anschließend in die Leitplanke. Für die 77-jährige Beifahrerin und den Taxifahrer kam jede Hilfe zu spät. Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, waren leider schon zwei Personen verstorben. Die dritte Person musste per Crashrettung aus einem Fahrzeug gerettet werden, ist aber leider dann im Rettungswagen schon verstorben. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 7 war im Einsatz. Hier sollte der schwerverletzte Mann aus Siegen in die Klinik geflogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter eingeschaltet. Aufgrund der regennassen Fahrbahn jedoch waren an der Unfallstelle kaum Spuren zu erkennen. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Fahrzeuge sichergestellt. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten bis ca. 20.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 22.000 Euro geschätzt.